herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute werde ich Knusperweckle backen. Das ist ein Rezept für Weckchen, die außen herrlich knusprig sind, innen schön fluffig. Den Teig kann man abends schnell im Thermomix zusammenrühren, über Nacht in der Schüssel in den Kühlschrank parken. Dort geht der Teig wunderbar auf. Morgens den Teig kurz abstechen. Man braucht nicht mal Brötchen formen, nur einfach auf ein Backblech setzen oder wie ich heute in die Muffinform geben. Ich bin mal sehr gespannt, wie die Brötchen danach aussehen. Und dann noch abbacken und man hat herrlich frische, knusprige Brötchen. Ich hoffe, ihr seid genauso gespannt wie ich und bleibt jetzt dran. Viel Spaß beim Video. Ja, meine Lieben, es ist bei mir jetzt früh morgens, es ist 8.30 Uhr. Ich werde jetzt die Zutaten euch alle zeigen, den Teig kurz anrühren mit euch zusammen. Und den Teig dann für circa 6 bis 8 Stunden gehen lassen. Also genauso wie wenn ich den Teig jetzt abends zusammenrühren würde und ihn dann 8 Stunden über Nacht stehen lassen würde. Nur dass ich halt heute Nachmittag dann weitermache mit den Brötchen und sie heute Nachmittag erst abbacke. Aber das ist ja wurscht egal. Hauptsache die Gehzeit stimmt und das Ergebnis hinterher stimmt. So. Deswegen würde ich sagen, wir fangen jetzt schnell an. Der Teig geht wirklich unglaublich einfach. Ich werde heute Trockenhefe verwenden. Wenn ihr frische Hefe da habt, nehmt einfach anstatt einem Päckchen Trockenhefe 20 Gramm frischer Hefe. Das geht genauso. Es ist auch gar kein anderer Arbeitsschritt dafür notwendig. Alles bleibt beim Alten. Ihr könnt einfach frische nehmen. Ich nehme Trockenhefe. Ich starte jetzt mit dem Mehl und zwar nehme ich zwei verschiedene Mehlsorten. Zum einen nehme ich Weizenmehl Type 550 und davon gebe ich jetzt 300 Gramm in den Mixtopf. Und zum anderen kommt Dinkelmehl Type 630 dazu und zwar 200 Gramm. Dann kommen 2 Teelöffel Salz dazu. Bei mir jetzt das Päckchen Trockenhefe und bei euch, falls ihr frische Hefe nehmt, 20 Gramm frische Hefe. Dann gebe ich einen Teelöffel Backmalz dazu. Da habe ich ein bisschen recherchiert. Das soll die Brötchen noch knuspriger machen und deswegen möchte ich das mal ausprobieren. Ich habe mir jetzt meines im Internet bestellt. Ich kann es euch gerne mal in der Infobox verlinken, falls ihr auch Interesse habt. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob man das überall in jedem Edeka, Rewe bekommt. Ich weiß es nicht, deswegen, falls es euch interessiert, schaut gerne einfach mal in die Infobox. Ich gebe jetzt einen gehäuften Teelöffel dazu und 300 Gramm Wasser. Ja, das waren schon alle Zutaten für unsere Knusperweckle. Die werden 3 Minuten auf der Teigstufe ordentlich durchgeknetet. So, ich zeige euch gerade mal schnell den Teig. Der sieht richtig schön aus. Den werde ich mir jetzt in eine Schüssel umfüllen. Die sollte einen Deckel haben, weil wir ja die Schüssel verschließen und den Teig über Nacht oder wie ich jetzt 6 bis 8 Stunden einfach im Kühlschrank gehen lassen. Deswegen achtet da drauf. Und das werde ich jetzt mal schnell tun. Der Mixtopf sieht richtig schön sauber aus. Prima. Ich forme mir meinen Teig jetzt nur noch schnell zu einer schönen, glatten, großen Kugel. Ihr könnt sehen, er ist leicht klebrig, aber das kann sich noch geben, bis er seine Zeit gegangen ist. So lege ich ihn in meine Schüssel, Deckel drauf, der kommt jetzt in den Kühlschrank und darf seine Zeit gehen. Und heute Nachmittag sehen wir uns dann wieder, beziehungsweise für euch sehen wir uns gleich wieder.
Hallo, mein Lieben, da bin ich wieder. Es sind jetzt 5 Stunden später. Es tut mir leid, es ist mir was dazwischen gekommen. Ich muss die Brötchen ein bisschen früher abbacken. So sieht mein Teig jetzt aus, nach 5 Stunden ungefähr. Ihr könnt natürlich euren Teig gerne länger gehen lassen. Ich habe in der Zwischenzeit meinen Backofen auf meine Brotbackstufe vorgeheizt. Das sind bei mir 220 Grad. Im Rezept stehen 250 Grad Ober- und Unterhitze. Checkt da einfach mal euren Backofen. Vielleicht habt ihr auch eine Brotbackstufe. Ansonsten macht es einfach bei 250 Grad. Schaut einfach, nach 20 Minuten sind die Brötchen schon schön knusprig braun. Möchte ich sie heller, möchte ich sie dunkler haben? Das ist ja auch immer Geschmackssache. Also, ich habe mir außerdem ein Muffinblech schon vorbereitet. Ich habe es ein bisschen mit Backtrennmittel ausgefettet. Falls ihr die Brötchen nicht im Muffinblech backen wollt, könnt ihr das natürlich auf einem ganz normalen Backblech mit Backpapier machen. Und das geht jetzt folgendermaßen. Ich stelle mir hier schon mal mein Muffinblech hin und ich habe mir jetzt einen größeren Schöpflöffel genommen. Den werde ich mir jetzt kurz nass machen. Ihr könnt den Löffel natürlich auch in Mehl tauchen, das geht auch. Ich werde versuchen, mir jetzt erstmal 8 Brötchen abzustechen. Und ihr braucht den Teig wirklich gar nicht großartig bearbeiten oder versuchen zu formen in irgendwie eine schöne Brötchenform. Einfach abstechen. Falls ihr es jetzt auf dem Backblech abbackt, einfach das Stückchen Teig runterfallen lassen und abbacken. Ich möchte aber, wie gesagt, versuchen, das Ganze im Muffinblech zu machen. Und deswegen steche ich mir jetzt hier meinen Teig einfach mit dem Löffel ab. Ich könnte es wahrscheinlich auch mit dem Spatel probieren. Das wäre auch noch eine Idee. So sehen die Brötchen bis jetzt aus. Jetzt gebe ich noch etwas Mehl darüber. Wenn ihr mögt, könnt ihr sie auch noch einschneiden. Und jetzt kommen die Brötchen laut Rezept bei 250 Grad Ober- und Unterhitze für circa 20 Minuten in den Backofen, bis sie schön goldbraun sind. Einfach darauf achten, dass sie nicht zu dunkel werden. Ich backe meine, wie gesagt, auf meiner Brotbackstufe, die hat 220 Grad. Ich melde mich zurück mit den fertigen Knusperweckle, gerade ganz frisch aus dem Backofen rausgeholt. Für mich sind sie so genau richtig. Ich möchte sie nicht dunkler haben und bei mir waren sie jetzt 19 Minuten bei meiner Brotbackstufe, wie gesagt 220 Grad drin. Also ich weiß nicht, ob das mit den 250 Grad Ober-Unterhitze hinhaut. Mir kommt es ein bisschen viel vor, seid da vielleicht lieber erstmal vorsichtig. Ich könnte mir vorstellen, dass es die ersten 5 Minuten vielleicht ganz gut ist, dass die Brötchen kurz hochkommen, aber dann würde ich auf jeden Fall die Temperatur zurückdrehen oder runterdrehen, besser gesagt, oder eben gleich ja, 220 Grad vielleicht nehmen. Probiert es mal aus. Aber ihr hört schon, die sind richtig schön kross. Ich hole sie gerade mal kurz raus. Sie sind jetzt natürlich sehr heiß. Ich kann noch keines aufbrechen, aber ich werde mich natürlich nachher wieder melden, wenn sie etwas abgekühlt sind, und dann machen wir natürlich den Knuspertest. Aber ich finde, sie sind wahnsinnig witzig und super aufgegangen.
Vielleicht hätte ich aus dem Teig auch 10 Stück rausbekommen. Ja, aber wie gesagt, das ist ja immer alles Geschmackssache. Also, ich lasse jetzt etwas abkühlen und dann machen wir den Knuspertest. So, jetzt kommt ja der Knuspertest. Die Brötchen sind schön ausgekühlt. Hören sich auch richtig schön knusprig an. Ich habe hier ein ganz normales Frühstücksmesser, also kein scharfes, nichts Besonderes. Und ich finde, man kann auch schon am Aufschneiden erkennen, ob das Brötchen jetzt knusprig ist oder nicht. Ich hoffe auf jeden Fall, dass ihr das hört und auch seht. Ich würde jetzt einfach mal das Brötchen aufschneiden mit euch zusammen, damit wir auch innen sehen, ob es schön fluffig ist und wie schön knusprig es geworden ist. Also ich fand, das hat sich sehr knusprig angehört. Und jetzt schauen wir mal. Ich hoffe, die Kamera fokussiert. Aber ich finde, die sehen sehr, sehr mega fluffig aus. Gerochen haben sie vorhin schon super lecker. Doch, super fluffig. Guckt euch das an. Also, ich finde sie super. Knusprig sind sie auch. Und wenn ihr sie noch knuspriger haben wollt, könnt ihr sie einfach 1-2 Minuten länger im Backofen lassen. Aber ich finde sie richtig, richtig lecker. Ja, mein Lieben, das war's schon wieder von mir. Ich hoffe, ich konnte euch richtig neugierig auf die Brötchen machen, auf die Knusperweckle. Bei uns in Baden-Württemberg heißt es ja Weckle. Weckle, Brötchen, Semmeln. Ist ja alles das Gleiche. Und von daher würde es mich sehr freuen, ihr würdet sie nachbacken und ausprobieren. Lasst mir wieder gerne ein Feedback da. Und dann bedanke ich mich schon wieder fürs Reinschalten. Wünsche euch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!